Die Nationalratswahl im ORF. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Zentrum-Spezial. 7 Tage also noch Wahlkampf. Und zurzeit schaut es nicht danach aus, als würde dieser teilweise schmutzig geführte Wahlkampf im Endspurt noch ruhiger werden. Die angekündigten rechtlichen Schritte von SPÖ und ÖVP gegeneinander, sogar jetzt eben rechtlich vorzugehen, sorgt nicht gerade für eine Deeskalation. Wir wollen heute Abend aber vor allem über das reden, was die kommende Regierung an Entscheidungen treffen muss, damit Österreich gut über die nächsten Jahre kommt. Zwischen Geben und Nehmen, wie gerecht ist eigentlich Österreichs derzeitige Sozialpolitik? Und das sind heute Abend meine Gäste. Pamela Rendi-Wagner, SPÖ. Gabi Schwarz, ÖVP. Dagmar Belakovic, FPÖ. Sie ersetzen den Kandidaten Norbert Hofer, der kurzfristig absagen musste. Gerald Lohacker von den NEOS und Judith Schwendtner, die Grünen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Rendi-Wagner, ich möchte mit Ihnen heute Abend beginnen. Bundeskanzler Christian Kern hat gestern in einem Internetvideo wieder einmal zu dieser Dirty-Campaigning-Affäre Stellung genommen. Und er hat wörtlich gesagt, ich bedauere, dass meine Partei und ich eine Mitverantwortung tragen für diese Entwicklung. Das hat der Bundeskanzler gesagt. Meine Frage an Sie, haben Sie persönlich mit Thal Silberstein Kontakt gehabt? Also grundsätzlich, Thal Silberstein habe ich am Rande einer Sitzung während meiner 7 Monate, ich bin ja nur zur Aufklärung derer, die es nicht wissen, 7 Monate Ministerin für Gesundheit und Frauen, am Rande einer Sitzung persönlich kennengelernt. Ja. Was war Ihr Eindruck, Ihr persönlicher Eindruck? Naja, er hat hier vorgestellt Daten und Analysen, das war's. Also es kam jetzt keine großartige Diskussion auf. Ich kann jetzt auf keine Persönlichkeitsanalyse hier eingehen und die abgeben. Ja. Also für mich völlig unauffällig. Der Bundeskanzler hat eben gesprochen in diesem Video von der Mitverantwortung. Ist das nicht in Wirklichkeit ein bisschen die Untertreibung des Jahres? Also ich denke, was wir auf jeden Fall sagen müssen, wir als SPÖ, und das sage auch ich, ich meine, in unserem Wahlkampf hat es gepoltert und ich würde sagen, es hat ordentlich gepoltert. Also das kann man ohne Beschönigung feststellen und wir stehen auch dazu und wir haben eine Verantwortung für das, was hier vorgefallen ist und wir haben diese Verantwortungs- oder diese Positionierung auch sofort eingenommen und wir haben auch gesagt, sofortige Bereitschaft, Dinge aufzuklären, weil ich glaube, das ist das, wie wir dem begegnen müssen, das schulden wir den Wählerinnen und Wählern, dass wir sagen, so schnell wie möglich Licht hier ins Finster, in die Finsternis zu bringen, deswegen auch klar Konsequenzen gezogen, dass die Verantwortlichen wie der Wahlkampfleiter sofort zurückgetreten sind, dass wir Verträge sofort offengelegt haben, dass wir gesagt haben, wir richten hier eine Arbeitsgruppe ein unter Beiziehung externer Berater, die hier Finanzströme prüfen, Verträge prüfen und dem genau auf den Grund gehen. Wir wollen hier eine lückenlose Aufklärung, die wird natürlich länger dauern als bis über den 15. Oktober hinaus. Das ist ganz klar, aber das schulden wir und ich denke aber, was schon der Fall ist, dass in den letzten Tagen, in der letzten Woche, aber auch in den letzten Monaten natürlich auch viele Fragen im Bereich anderer Parteien aufgeworfen wurde, auch im Bereich der ÖVP. Und was ich dort schon vermisse, ist dieses klare Bekenntnis zu dieser Aufklärung, zu dieser lückenlosen und auch diese verantwortliche Positionierung. Frau Schwarz, das wollte ich Sie gerade fragen. Wirtschaftsfunktionär Surovic, der unter Sebastian Kurz bei der jungen ÖVP auch tätig war, der hat auf der Internetseite Fass ohne Boden den Kaufvertrag der privaten Wohnung des Ehepaars Steinberger Kern veröffentlicht. Er hat sich dort gebrüstet, dass er das Ehepaar Steinberger Kern, also das den Bundeskanzler und seine Frau observieren hat lassen. Wie gefallen Ihnen eigentlich persönlich als Quereinsteigerin für die ÖVP? Sie sind erst seit 17. August im Rennen. Wie gefallen Ihnen persönlich diese Methoden? Mir hat heute gefallen, was der Sebastian Kurz dazu gesagt hat. Denn er hat gesagt, wenn dieser Herr das tatsächlich geblockt hat, das steht ihm frei als Journalist, er blockt alles Mögliche. Er ist Wirtschaftsfunktionär der ÖVP. Das ist er auch und er hat gesagt, dann ist das auch zur Verantwortung zu ziehen. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel, da stimme ich dem zu.
Menschen, die etwas tun, das nicht in Ordnung ist, sind zur Verantwortung zu ziehen. Nur man muss die Kirche schon im Dorf lassen. Das Ganze hat erst seine Entwicklung genommen mit der Tatsache, dass Thal Silberstein nach Österreich geholt wurde. Und dass diese Dinge möglich waren, weil Sie gesagt haben, als Quereinsteigerin, ich war 37 Jahre Journalistin in diesem Land, in dieser Vehemenz, in dieser Heftigkeit und in diesen Ausformungen ist mir das so nicht untergekommen. Ich bedauere das ganz persönlich zutiefst. Und ich glaube, dass da wahnsinnig viel Porzellan zerschlagen wurde. Und so wie wir hier sitzen, es gibt einen Tag nach dem 15. Oktober. Ich bin auch sehr dafür, die Vorfälle alle lückenlos aufzuklären. Aber wir müssen alle miteinander dann und sollen dann alle miteinander so miteinander kommunizieren, dass es gut für dieses Land ist und gut für die Menschen, die hier leben. Frau Berlakovic, eigentlich, wir haben es in den letzten Tagen ja immer wieder gehört, dieser Spruch, der wird jetzt immer bemüht, wenn sich zwei streiten, dann freut sich unter Umständen der Dritte. Wenn man sich die Umfragen anschaut, zum Beispiel das OGM-Institut, der Herr Bachmeier hat heute eine Umfrage veröffentlicht im Kurier, da zeigt sich, dass offenbar sich nicht wahnsinnig viel ändert an der Umfrage im Vergleich vor einer Woche. Das heißt, bei den Leuten kommt das so gar nicht an, alles bleibt beim Alten. Also zunächst einmal würde ich meinen, dass dieser Wahlkampf, wie er hier gelaufen ist zwischen SPÖ und ÖVP, etwas ist, was die Menschen in Wahrheit nicht verdient haben und was ein ganz großer Schaden für die Republik, für die Demokratie in Österreich ist und für die Politik insgesamt, nämlich für uns alle. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, ich bin froh, dass meine Partei da einen sauberen Wahlkampf geführt hat. Es geht auch ein sauberer Wahlkampf, dass wir hier nicht in solchen Verstrickungen mit Dirty Campaigning drinnen sind. Alles andere wird sich in einer Woche entscheiden. Weil Sie sagen, kein Dirty Campaigning, ich habe mir das angeschaut, also auf Facebook-Seiten, die FPÖ nahe sind, beziehungsweise ganz konkret die Ortsgruppe FOMP in Tirol, die hat vor einiger Zeit auf Facebook Namen von Kindern veröffentlicht, im Namen der FPÖ, die nicht Österreicher sein sollen, hat diese Namen angeführt und hat dann eben gemeint, das seien Ausländerkinder. Jetzt frage ich Sie auch als Frau Berlakovic, auch Ihr Name ist ja in dem Sinn nicht klassisch österreichisch, finden Sie das okay, dass das die Ortsgruppe WOMP gemacht hat? Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Wenn das stimmt, was Sie hier sagen, ich kann das jetzt nicht nachprüfen, hat aber nichts mit Dirty Campaigning zu tun. Und wenn Sie selber sagen, es war die Ortsgruppe WOMP, dann ist also hier nachvollziehbar, von wem das raufgestellt worden ist, dann wird es Konsequenzen geben. Herr Lorca, man könnte sagen, Sie haben eigentlich Glück gehabt. Das heißt, die Neos haben Glück gehabt, weil Thal Silberstein hat 2015 für die Neos gearbeitet, und zwar im Wiener Wahlkampf. Da hat es offenbar kein Dirty Campaigning gegeben. Das heißt, damals noch Glück für die Neos? Oder wissen Sie da Konkreteres, wieso das so damals abgegangen ist? Ja, wenn Sie einen Berater einkaufen, dann macht der das, was Sie beauftragen. Und wenn Sie ihn mit Dirty Campaigning beauftragen, macht er Dirty Campaigning. Wenn Sie ihn mit etwas anderem beauftragen, macht er etwas anderes. Was hier schon sichtbar wird, ist, dass die Parteienförderung viel zu hoch ist und hätten solche Parteien nicht 500.000 Euro, um jemanden mit Dirty Campaigning zu beauftragen. Und sie hätten nicht 100.000 Euro, um Maulwürfen E-Mails abzukaufen. Also da sieht man, diese etablierten Parteien sitzen auf viel zu viel Geld. Und Dirty Campaigning gibt es auch auf ganz andere Art. Die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer inserieren gegen die FPÖ und gegen Neos und verwenden Kammerzwangsbeiträge, um in den Wahlkampf einzugreifen. Das ist auch Dirty Campaigning der schwarzen und roten Kammern. Also das findet in Österreich auf breiter Ebene statt. Das sind jetzt die beiden Damen neben mir angesprochen. Erstens war zu viel Geld für die SPÖ da, dass man sich Thal Silberstein überhaupt leisten konnte, hat der Herr Lorca da angedeutet. Und zweitens diese Geschichte. Also jetzt nur zur Beauftragung, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Wir haben dezidiert diese Websites, um die es hier geht, Facebook-Seiten, nicht Websites, nicht beauftragt. Das steht ganz klar im Raum. Und deswegen ist dieser Vorwurf auf jeden Fall mal abzustreiten. Und der ist hier zu widerlegen. Er wurde beauftragt ganz klar für Umfragen, die er macht, Fokusgruppen, die erstellt wurden, um diese Daten als Grundlage für Planung im Wahlkampf heranzuziehen. Das war die Beauftragung, das steht auch in dem veröffentlichten Vertrag, den wir offengelegt haben, ganz klar drinnen. Was die Parteienförderungen betrifft, so ist Neos ja in der, in,
jetzt in der Position, hier einen großen Privatspender hier zu haben, nämlich den Herrn Haselsteiner. Und ich würde hier schon sehr vorsichtig sein, weil wenn Parteien hier zu sehr in Abhängigkeit von privaten Sponsoren kommen, dann wissen wir, dass private Sponsoren natürlich sich versuchen, die Politik danach gewissermaßen zu sichern und hier Einfluss zu üben. Und ich möchte eigentlich nicht, dass politische Parteien, oder ich lehne das eigentlich grundsätzlich ab, unter dem Einfluss privatwirtschaftlicher Sponsoren hier sind im höchsten Maße. Aber wenn eine Kammer eingreift, dann ist das in Ordnung für Sie. Wenn eine Kammer für die SPÖ in den Wahlkampf eingreift, dann ist es in Ordnung. Das ist Kammergeld. Wenn die Gewerkschaft sich einsetzt und Videos dreht für ihre Partei, dann ist es, das ist auch Geld von außen. Und wir haben halt jemanden, der uns eine Spende gibt. Wir haben sehr viele private Kleinspender, die uns etwas geben. Da kann sich natürlich die SPÖ fragen, warum sie keine privaten Kleinspender haben. Wir haben private Kleinspender, also darauf können Sie sich auch verlassen. Gut, Frau Schwendtner, Sie haben jetzt so gelacht, aber letztlich bei den Umfragen schaut es gar nicht so zum Lachen aus momentan für die Grünen. Es könnte sogar der Einzug ins Parlament unsicher sein. Wieso können Sie das nicht mehr lukrieren, glauben Sie, wenn sich die Regierungsparteien da seit Tagen so befetzen? Naja, die Umfragen sind die Umfragen und das Ergebnis wird das Ergebnis sein am 15. Oktober. Und warten wir mal auf den 15. Oktober. Und insofern kann ich jetzt, ich lache nicht, es ist nur schauerlich, was da passiert und es ist atemberaubend. Und auch Beispiele wie diese und jetzt permanent kommen auch unzensuriert.at, nenne ich nur jetzt in Richtung FPÖ. Es ist egal, wo man hinschaut. Es läuft die ganze Debatte und dieser ganze Diskurs rund um Themen, die viel wichtiger werden, auf einem Niveau, das wirklich erschreckend ist. Und ich wünsche mir zum einen Aufklärung von Seiten SPÖ und ÖVP. Spätestens nach der Wahl muss das beginnen. Egal, ob das jetzt ein U-Ausschuss wird im Parlament oder auf welche Art auch immer. Aber insgesamt, was übrig bleibt, ist, dass sich die Menschen zunehmend von Politik abwenden, dass sie wirklich angewidert sind von dem, was da passiert. Und ich finde, das ist der Appell an alle, kommen wir zurück zu den Themen, kommen wir zurück zu dem, zu einem respektvollen Umgang miteinander, zu einem Niveau, auf dem wir normal über Themen diskutieren können und nicht auf die Art und Weise. Das ist ja wie ein perfektes Stichwort für mich. Bitte. Ja. Ich möchte nämlich jetzt in das eigentliche Thema der heutigen Sendung einsteigen. Eben zwischen Geben und Nehmen. Wie gerecht ist unser Sozialsystem? Und meine Kollegen Katrin Pollack und Maximilian Biegler haben für uns dazu die aktuellen Zahlen der Arbeitslosigkeit in Österreich einmal zusammengefasst. In Österreich sind laut dem AMS derzeit rund 375.000 Menschen ohne Job, Schulungsteilnehmer inklusive. Auch wenn die Arbeitslosigkeit 2017 nach längerer Zeit wieder gesunken ist, ist die Arbeitslosenquote mit 7,5% immer noch hoch. Einen Job zu finden ist besonders schwierig für Menschen, die einen geringen Bildungsabschluss haben. Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit bei Personen mit Pflichtschulabschluss. Zuletzt hatten 21,9% keinen Job. Unter den Akademikern waren nur 3,8% arbeitslos. Auch das Alter spielt bei der Arbeitssuche eine Rolle. Die Jugendarbeitslosigkeit ist im September zwar stark gesunken, es sind aber immer noch 65.000 unter 25-Jährige ohne Job. Besonders schwer ist es für über 50-Jährige. Rund 97.000 Ältere sind derzeit arbeitslos. Ja, und wenn man sich die Zahlen dann eben ansieht, dann sieht man vor allem auch schlecht ausgebildet oder gar keine Ausbildung, überhaupt kein Abschluss. Das ist das Riesenproblem. Also 174.000 Menschen, die zurzeit arbeitslos gemeldet sind, haben keine Ausbildung oder eine sehr schlechte Ausbildung von insgesamt 375.000 Menschen. Jetzt wieder meine Frage an Sie, Frau Randy Wagner als Vertreterin der Bundesregierung. Was hat die Regierung da in den vergangenen 4 Jahren wieder und wieder auch falsch gemacht, dass wir so viele ungebildete Menschen ohne Schulabschluss, ohne Lehrabschluss in Österreich haben? Also grundsätzlich, wenn wir uns die Zahlen jetzt noch mal anschauen, wie wir sie gerade gehört haben, ist das ja eine positive Entwicklung. Wir haben niedrige Arbeitslosigkeit, die so niedrig ist wie seit 4 Jahren nicht mehr. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt, offenbar wurden doch Maßnahmen gesetzt, die dazu geführt haben, die Arbeitslosigkeit in Österreich zu senken. Aber es gibt Problemgruppen. Das sind vor allem die Gruppen der über 50-Jährigen, die sehr schwer vermittelbar sind. Das sind wirkliche Härtefälle und ich habe viele davon auch getroffen. Diese Geschichten sind sehr hart. Da
muss man genauer hinschauen. Deswegen die Aktion 20.000 ganz gezielt für diese Altersgruppe, um hier Wir Abhilfe reden aber jetzt über genau. viele junge Menschen, genau. die ohne Ausbildung mhm. am das Arbeitsmarkt Wichtigste, kommen. Genau, neben dem Arbeitsplätze schaffen, gilt natürlich, die Ausbildungsoffensive hier voranzutreiben, die Qualifizierungsoffensive, weil wir wissen, je besser jemand am Arbeitsmarkt gebildet ist, je besser sein Schulabschluss ist, seine Ausbildung, desto höher sind seine Arbeitsmarktchancen und seine Karrierechancen. Das ist ein Faktum. Das heißt, hier müssen wir ansetzen, bei den Jungen einmal, aber ganz klar bei den Jungen. Ich habe jetzt gefragt, einfach, dass Sie ein bisschen, Sie sind ja auch Wissenschaftlerin und noch gar nicht so lange in der Politik, dass Sie ein bisschen reflektieren. Genau. Was ist falsch gelaufen? Das möchte ich verstehen. Was hätte besser laufen müssen die vergangenen Jahre? Warum haben wir wirklich so viele nicht ausgebildete Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen? Also das wurde ja erkannt. Das ist ja nicht so, dass das jetzt erst ein Thema ist und dem man sich jetzt gestellt hat, sondern die Ausbildungsoffensive mit Ausweitung der Ausbildungsgarantie für die jungen Leute bis 25, das haben wir ja bereits beschlossen. Das wirkt ja bereits heuer, dass wir hier ganz gezielt diese Altersgruppe unter die Lupe nehmen und sagen, über den Pflichtschulabschluss hinaus Fachhochschulabschlüsse ermöglichen, Lehrausbildungen ermöglichen und gerade für die Frauen gibt es hier seit Jahren sehr gute Projekte, nämlich zum Beispiel das FIT-Programm Frauen in die Technik. Das habe ich mir selber angeschaut und Frauen haben hier auch ein Thema, was am Arbeitsmarkt ist und haben, vor allem wenn sie ältere Frauen sind, ein Problem. Und diese Programme greifen bei Frauen sehr gut. Und natürlich auch die Programme für Ältere, das gibt es, diese zweite Ausbildungschance. Auch das greift schon, wo man hier bei Älteren ansetzt, ihnen Bildungsmöglichkeiten schafft und ihnen sozusagen auch bezahlt während der Ausbildung und auch die Zeit des Lebenserwerbs hier finanziell zurückgibt. Das sind Möglichkeiten. Die Frau Schwendtner, danke schön. Die Frau Schwendtner hat jetzt schon, während Sie geredet haben, fast irgendwie den Sessel verlassen vor Aufregung. Ich glaube, Sie wollten da etwas sagen. So schlimm ist es sagen. Nicht, aber es passieren viele Dinge. Die sind ganz gut, aber ich glaube, das passiert nur punktuell. Und insgesamt ist das Problem, glaube ich, das. Und die Frage war, was wurde versäumt? Ich glaube, dass das System nicht entsprechend gerüstet ist für diese Frage, nämlich die Frage von Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Und mittlerweile ist das Normalität, leider. Es gehört fast zu jeder Erwerbsbiografie dazu. Das muss man sich mal vorstellen, dass man alle 3,5 Jahre ungefähr 130 Tage arbeitslos ist. Das heißt, Arbeitslosigkeit ist normal. Und das anzuerkennen und zu schauen, was Menschen in dieser Situation brauchen, nämlich nicht sie sofort zurückzudrängen in wieder einen Job, sondern ihnen eine echte Ausbildung zu gewähren. Eine Ausbildung, die länger dauert als ein AMS-Kurs, sondern wirklich zu schauen, was brauchen diese Menschen? Ja. Das kann 2 Jahre dauern, 3 Jahre, um sie umzubilden, genau. um sie neu auszubilden, um sie vorzubereiten auf eine digitalisierte Arbeitswelt. Das ist die Herausforderung und die wurde meiner Meinung nach versäumt. Aber sie wurden jetzt, 2017, laufen hier schon sehr gute Programme. Aber da muss mehr passieren, weil die Menschen nicht darauf vorbereitet sind und das System. Ich möchte da etwas herlegen, und zwar der deutsche Top-Ökonom Marcel Franscher heißt er, der ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der schlägt etwas vor, was sehr spektakulär klingt und sehr interessant, wie ich meine. Und zwar, es soll jeder 20.000 Euro bei einem Bildungsabschluss bekommen. Also wer eine Bildung fertig macht, einen Abschluss fertig hat, der soll 20.000 Euro bekommen und damit sich entweder selbstständig machen können, eine weitere Fortbildung bezahlen oder auch vielleicht das Ansparen für später, für die Pflege oder das Alter. Auf Österreich umgerechnet würde das ca. 1 Milliarde kosten, also wesentlich weniger als die Arbeitslosigkeit. Was sagen Sie, Herr Lorca, zum Beispiel zu dieser Idee? Ja, wir haben das Bildungskonto vorgeschlagen. Ich finde es schön, dass Sie mir diesen Ball auflegen. Wir wollen das jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer ein individuelles Bildungskonto bekommt und mit diesem Geld selbst entscheiden kann, welche Weiterbildung mache ich und wie qualifiziere ich mich, ohne auf das AMS und die Vorgaben anzusetzen. Aber Sie haben nicht 20.000 Euro in Ihrem Programm. Der Ökonom, der Top-Ökonom sagt ganz konkret 20.000 Euro. So konkret haben wir es nicht, weil es auch davon abhängen soll, welche Beiträge Sie zahlen. Das muss man ja alles auch finanzieren, nicht? Das Geld kommt ja nicht aus den Bankomaten, sondern Sie müssen schauen, wo kann ich zielgerichtet Geld ausgeben. Wir haben jetzt zum Beispiel die geblockte Altersteilzeit, die ist ein reines
Frühpensionierungsprogramm, mit dem die Betriebe finanziert werden. Wir haben den Beschäftigungsbonus, da werden 2 Milliarden Euro hinausgeworfen für Jobs, die sowieso entstehen. Die Magna hat gesagt, wir stellen 3000 Leute ein, die hätten wir sowieso eingestellt und jetzt bekommen wir dafür auch noch den Beschäftigungsbonus. Das ist, was diese Regierung macht. Und wenn man dieses Geld sinnvoll einsetzen würde für einen Vorschlag, wie Sie ihn vorgetragen haben, dann wären wir sofort dabei. Wären Sie auch bei diesem Vorschlag dabei? Nein, bei dem Vorschlag mit den 20.000 Euro nicht. Ich glaube nicht, dass das jemand nützt, der einen Bildungsabschluss hat. Der braucht eher einen Arbeitsplatz. Das sollte man eher so weit investieren, dass die Wirtschaft auch wirklich Möglichkeiten hat, hier, sage ich jetzt mal, zu atmen und Jobs zu schaffen. Aber das ist schon ein Beispiel gewesen, der Beschäftigungsbonus. Das ist genau die Problematik. Magna ist einer der größten Nutznießer. Die Multikonzerne sind die größten Nutznießer der Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung. Das ist in vielen Bereichen so. Und heute in der Pressestunde hat der Bundeskanzler das Beispiel EasyJet gebracht, wo er so froh ist, dass die unter österreichischer Lizenz fliegen, wo man weiß, gerade bei EasyJet sind die Piloten nicht angestellt, da herrscht Lohn- und Sozialdumping. Das geht über Agenturen, das sind Leihpiloten, die dort fliegen. Und genau so ein Beispiel bringt der österreichische Bundeskanzler und freut sich auch noch, dass die jetzt unter österreichischer Lizenz fliegen. Das hat einmal per se, bringt das keinen einzigen Arbeitsplatz. Und das zeigt, wie diese Wirtschaftspolitik eigentlich funktioniert. Es wird für das Großkapital, für multinationale Konzerne wird die Politik gemacht und die kleineren und mittleren Betriebe sind diejenigen, die letztlich auf der Strecke bleiben. Und das sind schon Probleme. Auch die Aktion 20.000, die Sie jetzt schon so gelobt haben, ist ja nichts anderes als ein Verdrängungssystem. Da werden künstlich Jobs geschaffen, die es nicht gibt. Oder sie werden in Jobs gegeben und es werden andere Menschen verdrängt, wie die Kindergartenhelferin in der Gemeinde, die jetzt entlassen wird, weil die Gemeinde einen aus der Aktion 20.000 dort hineinstellt. Also das sind nicht neue Jobs, die geschaffen werden, sondern das ist eine Verdrängung und in Wahrheit eine Augenauswischerei. Verstehen Sie das, Augenauswischerei? Ich möchte ein bisschen woanders ansetzen. Ich war in den letzten Wochen naturgemäß viel im Land unterwegs. Und wenn mir eine Unternehmerin im Südburgenland sagt, sie findet keinen Lehrling, und das hängt nicht damit zusammen, dass es nicht Interessierte gäbe, sondern das hat ausschließlich damit zu tun, dass sich junge Menschen gemeldet haben, die aber nicht genug lesen können, weil sie die Bedienungsanleitungen nicht lesen können. Dann frage ich mich schon, was da mit unserem Bildungssystem los ist. Wenn junge Menschen, wenn ich höre, dass so viele Jugendliche arbeitslos sind, dann frage ich mich schon, woher kommt das? Und dann ist das ein Grund dafür, das ist das, was ich ganz individuell jetzt da wahrnehme, dass es junge Menschen gibt, die einfach aus der Schule rauskommen und nicht rechnen, schreiben und lesen können. Das ist das Erste. Und das Zweite, gerade bei uns im ländlichen Raum zum Beispiel, im Südburgenland, wenn da eine Firma zusperrt, dann ist das für Frauen über 45, über 50 eine wirkliche Tragödie. Da glaube ich schon, dass wir sehr gefordert sind, wenn es darum geht, zum Beispiel um die Versorgung mit Breitband, dass die Menschen angeschlossen werden an ein System, wo sie auch arbeiten können von zu Hause aus. Das wäre für mich eine wichtige Investition und einfach zu sagen, wir müssen den ländlichen Raum auch dort stärken. Und da ist es für mich schon wichtig zu sagen, wie kommen wir genau an die arbeitslosen Frauen heran? Und da ist ein Beschäftigungsbonus dann durchaus etwas, was einer Frau eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglichen kann. Oder Aktion 20.000. Und Aktion 20.000. Also wenn Sie wirklich im ländlichen Raum sich da bewegen, da ist noch viel zu tun. Und wie gesagt, mein Appell... Das ist der Steiermark, das ist ländlicher Raum. Ja, aber mein Appell ist wirklich... Gehen wir es doch dort an, wenn es wirklich darum geht, um die Jugendlichen genügend auszubilden, dass sie auf dem Arbeitsmarkt bestehen. Es war schon so schwierig mit ÖVP und SPÖ. Wir haben das gemeinsam geschafft mit Unterstützung der Grünen, dass es eine Ausbildungsgarantie, eine Ausbildungspflicht bis 18 gibt. Aber wir haben quasi über die Pflicht gesprochen, aber nicht über die Inhalte. Und es gehört massiv investiert in die Qualität der Ausbildung. Absolut. Und das fehlt. Und das ist die Herausforderung für die nächsten Jahre, dass Jugendliche in dieser Zeit, in der sie jetzt quasi bis 18 ausgebildet werden müssen und meiner Ansicht nach auch dürfen und gut ausgebildet werden sollen, das fehlt. Und diese Diskussion ist außen vor geblieben in der ganzen Geschichte. Was heißt denn das konkret? Wir haben jetzt eine Ausbildungspflicht bis 18. Und was passiert aber tatsächlich mit Menschen, die aus der Pflichtschule rausgehen, die machen dann eine Lehre, aber wenn sie dann fertig sind und nichts können, dann geht das weiter bis... Wie schaut das konkret aus?
frage ich jetzt die beiden noch Regierungspartner. Ich glaube, dass es uns sehr wohl an der Qualität der Facharbeiterausbildung fehlt. Nein, ich meine jetzt diese Ausbildungspflicht bis 18. Die Frau Schwendner hat gesagt, das ist quasi nur ein Konstrukt ohne Inhalt. Natürlich muss man es mit Inhalten befüllen. Das zielt ab, dass wir nicht nur Pflichtschulabschlüsse haben, weil die natürlich das schlechteste, höchste Arbeitslosenquote haben, die über 20% liegt. Da müssen wir ansetzen, dass wir gezielt jene Gruppe erfassen und erreichen, um in einen Lehrabschluss zu kommen, eine Lehrausbildung zu machen in den Bereichen, die auch Arbeitskräfte suchen. Das ist ja das Nächste, dass wir hier Bereiche vor allem in den Fokus nehmen, wo Arbeitskräfte gesucht werden. Das gilt auch für Frauen, dass wir Frauen auch in Bereiche kriegen, in die Technik bekommen, wo auch eine höhere Erwerbschance ist und eine höhere Karrierechance für die Frauen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir die Lohnschere von 22% zwischen Männern und Frauen sei bei dem Thema Arbeit auf jeden Fall erwähnt und nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Oder Fachhochschulabschlüsse. Das ist natürlich die zweite Möglichkeit. Das sind die zwei Pflegeberufe. Ziele. Genau. Dort, wo man es braucht, klassisch, im Bereich Pflege, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Informatik, Bauwesen. Ich finde es ja sehr schön, dass Sie beide als ÖVP-Wahlpflege... Naja, Fachhochschule in Pinkerfeld ist dafür ein wunderbares Beispiel. Aber die Frage war die Ausbildungspflicht bis 18, Frau Schwarz. Naja, genau, das ist das Ziel, das haben wir jetzt gerade beantwortet, Herr Lohr. Das Ziel der Ausbildungspflicht bis 18 ist nicht die Fachhochschule, sondern das, was Sie machen mit dem Was sie mit den Jugendlichen machen, ist, dass sie beim AMS versorgen und aus der Statistik herausbuxieren, inhaltlich weitergehen und mitnehmen. Tun die gar nichts. Und das ist das Gleiche mit der Aktion 20.000. Sie setzen diese Personen auf Posten ohne Arbeit. Die SPÖ weiß schon, warum sie sie hergeschickt haben und nicht den Sozialminister. Der hat mir nämlich ins Gesicht gesagt, auf die Frage, was diese Leute in der Aktion 20.000 machen, ja zum Beispiel in einer Schule kopieren. Ja, jetzt sage ich Ihnen, es ist erniedrigend, wenn man die Menschen auf solche Jobs ohne Arbeit setzt, nur damit sie aus der Statistik kommen. Die Frau Schwendner ist jetzt dran, bitte. Ich war sehr skeptisch bei der 20.000 Jobgeschichte, aber ich glaube schon, dass es Bereiche betrifft und Menschen tangiert, die es wirklich brauchen. Und gerade in Orten, wo man überhaupt nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückfindet. Menschen, die 50, 55 plus sind. Im ländlichen Bereich. Genau, im ländlichen Bereich. Die von mir aus in der Pflege oder sonst wo eingesetzt werden, die haben die Chance, wieder bis zum Pensionsalter beschäftigt zu sein. Und ich finde das ganz gut. Das heißt nicht, dass man nicht in qualitativ hochwertige Pflege investieren muss und so weiter und so fort. Aber diese Geschichte, davon wurde ich überzeugt, dass das keine schlechte ist. Aber Frau Schwendner, Sie können nicht einfach jedem in die Pflege geben. Das wissen Sie auch. Nein, das kann man nicht. Das ist ein Angebot. Und gerade bei der Aktion 20.000 sind viele in gärtnerischer Tätigkeit, Kindergartenhelfer und all diese Bereiche, wo aber bisher auch schon Leute gearbeitet haben. Das ist ja nicht so. Aber man muss sich die Zielgruppe anschauen. Genau. Das sind ganz Ich gebe Ihnen recht, aber dann muss ich auch Jobs schaffen. Ein Drittel aller Frauen und nicht andere verdrängen, weil sonst habe ich überhaupt nichts gewonnen damit. Wenn wir jetzt aber weiterschauen, oder ich möchte es vielleicht mit einem Zitat machen. Die Digitalisierung ist die weitaus größere Herausforderung als die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Wir wollen ja nicht in einem Technikmuseum enden. Das hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vor kurzem gesagt. Digitalisierung, ein großes Schlagwort, das aber offenbar eine riesen Change-Geschichte auf uns alle zukommen lässt, wo die Menschen auch offenbar mit Grund teilweise auch Angst davor haben. Um es jetzt einmal runterzubrechen, soll es, das möchte ich mal herlegen, vielleicht tatsächlich, wird es eine Robotersteuer, die wurde ja in der letzten Legislaturperiode immer wieder diskutiert, soll es die, muss es die geben? Frau Schwarz. Ich muss Ihnen Herr Kurz will keine neuen Steuern. Gerade würde ich sagen, also wir diskutieren jetzt nicht über neue Steuern. Im Moment ist für uns eine neue Steuer kein Thema, sondern ist so. Aber die Roboter kommen. Die Roboter kommen, aber das heißt nicht automatisch, dass man das besteuern muss. Davon gehe ich einmal aus. Ich glaube, aber dass die Herausforderung besteuern ist Menschen. Ja, ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung natürlich eine extreme Herausforderung an uns alle sein wird. Das ist keine Frage. Aber ich muss mir doch Gedanken darüber machen, wie bringe ich die Menschen dazu, dass sie mit der Digitalisierung zurechtkommen. Das ist für mich die grundsätzliche Frage. Wie schaffe ich es, dass junge Menschen, die jetzt wirklich vor der Entscheidung stehen, wie geht meine Arbeitszukunft weiter, sich überlegen können, wie schaffe ich das bis dorthin? Es sind nicht nur junge Menschen, es sind auch Menschen wie zum Beispiel Lagerarbeiter von heute. Mhm. Die wird man morgen nicht mehr brauchen.
Haben Sie, Sie sagen ja, Sie wollen Regierungsverantwortung als FPÖ, haben Sie da eine Antwort drauf? Nein, also natürlich haben wir eine Antwort drauf. Man muss natürlich darauf reagieren, auf die Digitalisierung. Jetzt so zu tun, als würde das kommen. Wir haben derzeit überhaupt keine Maßnahmen, weil nur aus der Mottenkiste die Maschinensteuer oder Robotersteuer rauszuholen, ist ein bisschen ein einfacher Weg. Zunächst einmal müssen wir schauen, welche Jobs sind es denn, die vor allem dadurch ersetzt werden. Die klassische Kassiererin im Supermarkt ist so ein Beispiel. Wir sehen das heute schon. Die wird immer mehr weggedrängt, immer mehr zurückgedrängt. Bitte? Bei der Bank. Bankgeschäfte. Genau. Nein, aber ich spreche jetzt von diesen, ich werde nicht alle Kassierer und Kassierinnen in der Supermärkte ausbilden können zu EDV-Fachkräften. Das wird nicht gelingen. Erstens brauche ich nicht so viele und zweitens werden sie es auch wahrscheinlich auch nicht schaffen. Das heißt, hier muss ich schon auch Ideen und Ansätze haben, zu sagen, ich brauche auch für diese Menschen auch weiterhin Jobs im Verkaufsbereich. Das heißt, auch gerade große Konzerne haben die Möglichkeit, hier zu sagen, wir splitten das. Nicht alles kann digitalisiert werden. Und das ist schon auch eine Möglichkeit, die ich steuern kann von der Politik her. Und da sehe ich derzeit überhaupt keinerlei Ansätze. Aber ich sage, Sie wollen Regierungsverantwortung übernehmen. Jetzt zum Beispiel ein großer Konzern, Joe Keser, der Chef von Siemens weltweit, ja, der sagt, es muss so etwas wie eine Digitalisierungsdividende geben, sprich eine Art von Steuer, weil gerade die Firmen, die besonders profitieren werden von der Digitalisierung, weil sie viel weniger Arbeitskräfte dann brauchen werden, die werden etwas abgeben müssen. Das ist eine Meinung und wir werden sehen, wenn es soweit ist. Derzeit aber Sie müssen, wenn Sie Regierungsverantwortung haben wollen, brauchen Sie einen konkreten Plan. Wir haben konkrete Pläne. Noch einmal, die Maschinensteuer ist keine neue Erfindung. Das ist etwas, das gibt es immer wieder, das kommt in regelmäßigen Abständen. Aber wenn man nicht mehr so weiß, wie es weitergeht, dann kommt man halt mit irgendwelchen neuen Steuern und mit neuen Abgaben. Also keine Roboter-Digitalisierungssteuer, wie immer wir das nennen, ich glaube, derzeit für die FPÖ. Die Situation ist derzeit nicht notwendig, dass es das braucht. Ich halte das für etwas, ich glaube, man muss einmal schauen, wo man die Steuern überhaupt runterfahren kann. Und man sollte auch ein bisschen ausgabenseitig einmal endlich versuchen einzusparen. Ich glaube, da wäre einmal ein wesentlicher und ein wichtiger Ansatz zu setzen. Trotzdem, 78% aller Österreicher haben im April gesagt, sie wollen eine Robotersteuer. Ich bin dafür. Sie sind auch dafür. Es gibt drei Dinge, die auf uns zukommen. Das eine haben wir eingangs erwähnt, das ist die Ausbildung von Menschen. Gerade die minder qualifizierten Menschen, die schlechter Ausgebildeten, die werden ganz große Probleme haben in Zukunft. Das heißt, man muss investieren in Bildung und Ausbildung. Das zweite ist ja, gehen Sie durch solche Werkshallen von großen Unternehmen, da steht niemand mehr. Das sind Maschinen, die Arbeit verrichten. Das heißt, ja, ich bin für eine Maschinensteuer und es wird eine notwendige Steuer sein. Und das dritte, was sein muss, das war jetzt ein Thema ist, wir werden auch über die Arbeitszeit reden müssen. Wir werden darüber sprechen müssen, endlich, dass es zu einer Arbeitszeitverkürzung kommen muss, weil das Volumen an Arbeit nicht mehr wird, sondern das Volumen anders verteilt ist. Und man muss die Arbeitszeit reduzieren, um Menschen auch zu gewährleisten, dass sie Arbeit haben in Zukunft. Ja, da werden Sie jetzt dagegen sein. Man kann die Wirtschaft schon gewaltsam zerstören. Das ist immer die erste Antwort bei den Grünen, mehr Steuern. Und in Wirklichkeit stehen wir vor einer ganz anderen... Weniger Arbeitszeit hat die Frau Schwendtner gerade gesagt. Weniger arbeiten und mehr verdienen würden alle gern, aber wir werden nicht mit weniger Leistung mehr Wohlstand schaffen. Das wird so nicht funktionieren. Die Digitalisierung ist nicht etwas, was irgendwann kommt, sondern das ist ein Prozess, der schon seit Jahren passiert. Es gibt heute keinen Büromaschinenmechaniker mehr, weil sich dieser Beruf erledigt hat. Und die Wirtschaft stellt sich darauf ein, die Jobs verändern sich. Manche Jobs verschwinden, aber neue entstehen. Wir haben vorher über das Thema Pflege gesprochen, da haben wir steigenden Bedarf. Und wir müssen schauen, dass wir in der Ausbildungszeit die richtigen Schritte setzen. Wir können das nicht mit einer Steuer regeln. Wenn wir eine Maschinensteuer machen, dann haben wir nämlich nachher die Produktionsbetriebe nicht mehr da. Die werden irgendwo hingehen, wo es keine Maschinensteuer gibt und wo sie dann billiger produzieren können. Dann haben wir gar nichts mehr. Wenn das Ziel ist, dann muss ich wirklich, muss ich auch nicht die Arbeitszeit mehr verkürzen, weil dann gibt es überhaupt keine mehr. Aber ich darf schon dazu ergänzen, dass die Arbeitsproduktivität von Menschen seit den 50er Jahren um das ich weiß nicht, wie x-fache gestiegen ist, allein seit den 90er Jahren um das zweieinhalbfache. Das heißt, in einer Arbeitsstunde leisten Menschen viel, viel mehr als früher. Das heißt, da passiert schon mehr an Produktivität. Auch durch die Digitalisierung gehen die Prozesse schneller vonstatten.
Wir wollen ja heute über Sozialpolitik reden, über viele Themen. Und da würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einen Bruch machen und zum nächsten Thema schauen. Im Publikum sitzen heute ganz viele junge Menschen, Schülerinnen und Schüler. Die stellen sich nämlich auch vielleicht die Frage, wer wird eines Tages ihre Pensionen zahlen? Oder sie stellen sich es vielleicht noch nicht, weil sie sagen, ich bin jung und das geht mich noch nichts an. Es geht aber sehr wohl alle an. Wir haben uns jetzt einmal angeschaut, wie sicher ist denn unser Pensionssystem und haben uns angeschaut, wie die einzelnen Parteien sich vorstellen, dass das Pensionssystem in den nächsten 20 Jahren aussehen soll. Meine Kollegen Maximilian Bieger und Katrin Pollack haben da ziemlich große Unterschiede von den einzelnen Parteien erfahren. Laut SPÖ verhindert das derzeitige Pensionssystem Altersarmut und sorgt für ein Einkommen auch im Alter. Damit das so bleibt, müsse man den Privatisierungsfantasien eine Absage erteilen. Die beste Methode, um sichere Pensionen und ein Altern in Würde zu ermöglichen, sei es, Arbeitsplätze zu schaffen. Die ÖVP sagt, man müsse das Pensionssystem nachhaltiger und fairer machen. Konkret heißt das für die Volkspartei, das faktische an das gesetzliche Pensionsantrittsalter anpassen, Abschaffung aller Privilegien und positive Anreize für längeres Arbeiten setzen. Die FPÖ fordert, dass jene, die Verantwortung für Kinder übernommen haben, nicht weniger, sondern mehr Pension erhalten. Fairness im Pensionssystem bedeutet für die Blauen, Menschen nicht der Altersarmut zu überlassen. Eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters kommt für die Freiheitlichen nicht in Frage. Wenn es nach den Grünen geht, soll es in 20 Jahren keine Altersarmut und keine Ausgrenzung von Pflegebedürftigen und alten Menschen mehr geben. Eine Grundpension ab 65 schützt im grünen Modell alle vor Armut. Die Erwerbspension dazu soll den Lebensstandard sichern. Die Neos fordern, dass die Bürger bei ihrer Pensionsentscheidung in Zukunft mehr Berechenbarkeit und Wahlmöglichkeit haben. Dazu wollen sie ein flexibles Pensionsmodell einführen, das jährlich über die zu erwartende Auszahlung Auskunft gibt, Frauen nicht länger benachteiligt und ein Ende der Pensionsprivilegien vorsieht. Viele Themen liegen da jetzt auf dem Tisch. Ich möchte mit einem weitergehen, das man unter dem Schlagwort anführen könnte, wieso werden wir angelogen? Der Sozialwissenschaftler und Pensionsforscher Bernd Marien sagt seit Jahren immer wieder ganz klar, die Übergangsfristen für die Angleichung des Pensionsalters von Männern und Frauen sind bei uns viel zu lang gehalten. Wir sind übrigens die langsamsten in der EU. Bei uns dauert das bis 2033. Mhm. Ja, jetzt frage ich Sie wieder als Regierungsmitglied, wieso sagen uns die Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf, alles in Ordnung, die Pensionen sind gesichert, wieso sagt niemand das, was die Sozialwissenschaftler sagen, das muss schneller gehen mit der Angleichung? Ein Sozialwissenschaftler. Viele. Muss ich jetzt schon dazu sagen, konkret. Das sagen ganz viele, das sagt der Internationale Währungsfonds, das sagt die OECD und das sagt die EU-Kommission. Frau Rendi Wagner, Sie sind jetzt am Wort. Warum werden wir angelogen? Also bevor ich jetzt ins Detail gehe und vor allem das Thema der Pensionen hier und Frauenpensionsantrittsalter hier thematisiere, möchte ich schon sagen, dass die Gesellschaft sich auch daran misst, wie sie mit der älteren Generation umgeht und wie sehr sie schätzt, was eine ältere Generation, unsere Väter, Mütter, Großeltern hier für dieses Land gemacht haben, wie sie dieses Land aufgebaut haben, 30, 40 Jahre hier hart gearbeitet haben und ihren Beitrag geleistet haben. Diese Menschen haben sich's verdient, absolut im Alter von ihrer Pension erstens leben zu können und nicht verunsichert zu werden durch Sager wie das Pensionssystem ist kaputt, nicht mehr leistbar, nicht finanzierbar, weil das Gegenteil ist der Fall. Die Daten habe ich mir sehr, sehr gut angeschaut und habe mich sehr gut ausgetauscht auch zu diesem und genau das ist der Fall. Aber wenn wir vom Pensionsantrittsalter hier sprechen, das betrifft mich jetzt auch als Frauenministerin, das ist ein Thema, mit dem ich mich befasst habe, dann ist schon eines interessant vorweg, dass ich von vielen politischen Parteien das Einzige, was ich zum Thema Frauenpolitik höre, ist das Thema Anhebung des Frauenpensionsalters. Das Einzige. Sonstige Vorschläge, wie man
Ungerechtigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, nämlich zwischen Männern und Frauen. Aber jetzt im Wahlkampf will das keine Partei. Niemand greift dieses heiße Eisen an. Also durch die Bank niemand. Das ist die Verfassungsrechte. Nur jetzt, um auf das Thema zu kommen. Nicht, schon wieder reden wir nur über das Frauenpensionsantrittsalter und die Hebung dessen. Das ist das, was wir von Ihnen hören oder auch von Ihnen hören. Das sind die Themen, die immer diskutiert werden. Sonst kommen keine konkreten Vorschläge, die bei den Frauen oder bei den Menschen direkt ankommen. Warum sind wir dagegen gewesen, diese Angleichung des Pensionsantrittsalters, weil ein Drittel aller Frauen aus der Arbeitslosigkeit in Pension geht. Schauen Sie sich die Zahlen an. Ein Drittel. 30% aller älteren Frauen gehen aus der Arbeitslosigkeit in Pension. Es ergibt sich logisch daraus, wenn Sie jetzt das Pensionsantrittsalter heben würden, dieser Frauen, heißt es, Sie würden die Zeit in Arbeitslosigkeit für diese älteren Frauen, für diese Gruppe, die schwerst vermittelbar ist auf dem Arbeitsmarkt, so gut wie nicht kurz vor der Pension, diese Arbeitslosigkeitszeit verlängern. Entschuldigung, das Sie haben aber gerade zuerst in der anderen Wortmeldung gesagt, die Aktion 20.000 sei so erfolgreich für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das hat ja erst gestartet also mit ersten. Also jetzt widersprechen Sie sich gerade. Da kann ich ganz klar sagen, die Aktion 20.000 ist in Pilotierungsphase in 9 Bundesländern, ist leider... Wir hätten es gerne flächendeckend, ist leider nur möglich gewesen im Pilot. Wir wollen das ja ausweiten. Das ist eine Aktion, die wir österreichweit ausweiten wollen, jenseits 2019. Ja, kann in einem halben Jahr nicht eine Lohnungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen und eine Arbeitsmarktungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen beseitigen, die wir seit Jahrzehnten haben. Ich möchte das vielleicht jetzt so mal aufhängen. Es ist ja an und für sich EU-Konsens und es muss ja gemacht werden, diese Angleichung in der gesamten EU. Wir sind da am langsamsten voran. Interessant ist bei der ÖVP, die ÖVP war eigentlich immer für eine schnellere Angleichung. Auch Sebastian Kurz, das habe ich mir angesehen, 2012 hat er noch gesagt, als junger ÖVP, Chef, er möchte eine vorzeitige Angleichung des Frauenpensionsalters. Jetzt will er das nicht mehr. Verstehen Sie, warum? Er hat es ja heute in der Pressestunde gesagt, er hat es ja erklärt. Ich denke, das haben sehr, sehr viele gesehen. Er will einfach, er hat es anders erklärt, aber kann die Interpretation auch stimmen? Er will einfach für kommenden Sonntag die weiblichen Wählerinnen auf seiner Seite? Das würde ich nicht so sehen. Also ganz ehrlich gesagt, nein. Das muss, also ein billiges Wahlzuckerl in der Form unterstelle ich dem Sebastian Kurz da auf gar keinen Fall. Mich irritiert an dieser Diskussion immer, wir reden über das Pensionsantrittsalter, wir reden über die Möglichkeiten, aber wir reden im Moment gar nicht darüber, wie es den Frauen im Moment geht. Da geht es um Gleichstellung, Lohn, Arbeit mit Männern. Wir reden jetzt aber über Pensionen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich rede davon von den Frauen, die zum Beispiel zu Hause sind, egal ob arbeitslos oder versorgend, zum Beispiel ihre Angehörigen pflegen. Das Pensionsantrittsalter, da geht es um Dinge wie, wie komme ich mit dem zurecht, was ich habe? Wie kann ich meinen Angehörigen das zukommen lassen, wo ich glaube, das ist gut für ihn? Wir reden von Frauen, die in einer anderen Welt leben, die... Aber wir können uns darauf einigen, dass die ÖVP da eine Wendung gemacht hat. Zuerst hat es geheißen, schnellere Annäherung, jetzt heißt es das nicht mehr. Geht mir, wenn wir immer über die Nasenspitze einer Legislaturperiode nicht hinausdenken, dann werden wir es nicht schaffen, sehr wichtige Reformen zu machen. Das kommt auch von einem Sozialwissenschaftler, wieder von Bernd Marien. Sie haben jetzt genickt. Ich wollte nur den Gedanken fertig führen, Frau Babitzky. Die Langfristigkeit, den Weitblick in der Politik, den braucht man auf jeden Fall. Und warum braucht man ihn? Weil ich die Ungleichheit in der Pensions, nämlich 40% Pensionsunterschied zwischen Männern und Frauen in der Pensionshöhe, das ist die Rechnung, die Frauen kriegen für jahrzehntelange, nämlich während ihrer Erwerbstätigkeit, Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Aber was ist genau die Lösung? Die Ungleichheiten am Arbeitsmarkt zwischen Männern und Frauen beseitigen. Auch in der Pension. Teilzeit. 80% der gesamten Teilzeitkräfte in Österreich sind Frauen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und die sind die nicht fair bezahlten, Kinderbeziehungszeiten. Also da gibt es viele Lösungen, die alle jetzt auf dem Tisch liegen und die umgesetzt gehören. Das klingt für mich trotzdem alles sehr in Richtung, als wären Sie in der Opposition zurzeit. Das sind Sie aber nicht. Nein, das sind Lösungen, die wir seit Jahren auf den Tisch, oder aber Ideen, die wir seit Jahren auf den Tisch abgelehnt haben. Die mit dem Koalitionspartner hier auch nicht so leicht umsetzbar waren. Aber im Zitat der SPÖ kam jetzt
gerade vorhin vor, dass das jetzige System vor Armut schützt. Ich bin nicht der Ansicht, dass das jetzige System vor Altersarmut schützt. Ja. Das tut es eben nicht. Weil wenn wir uns vor Augen halten, dass jede fünfte alleinstehende Frau in Österreich armutsgefährdet ist, dass sie nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, dass sie nicht was bezahlen kann, wenn ein Haushaltsgerät kaputt wird, dass sie nicht auf Urlaub fahren kann, wenn sie Lust hat oder einen Ausflug mit Freundinnen machen kann. Dieses System schützt nicht vor Armut. Das heißt, wenn wir sicher gehen wollen, dass Menschen die Sicherheit in der Pension haben, dass sie vor Armut im Alter geschützt sind, dann werden wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir das machen. Wir schlagen vor, eine Grundsicherung, eine Grundpension im Alter, die jeden und jede in Österreich vor Armut schützt, die existenzsichernd ist und auf der aufbauend sowas wie eine Erwerbspension. Das heißt das aber auch, dass das für Menschen ist, die sagen immer 40 Jahre, heißt das auch für Menschen, die angenommen nie im Arbeitsprozess waren, auch die sollen diese Grundpension bekommen? Ja, die bekommt jeder und jede. Das heißt, und es geht sich aus. Wir haben es uns ja ausgerechnet. Bekommt jede und jede. Als und somit ist keine Untergruppenbildung, bitte. Wir sind nicht im Parlament. Frau Schwendner ist das dran. Recht auf eine eigene Pension und ist nicht vom Partner abhängig, ist nicht geknüpft an das Haushaltseinkommen, sondern jede Person ist individuell im Alter geschützt vor Armut. Was sagen Sie dazu, Frau Schwarz? Ist das eine Idee, wo Sie sagen, das können Sie sich vorstellen? Ich wollte meinen Gedanken vorhin ja noch fertig führen. Und der war der, dass es genau um diese Frauen geht. Es geht um die Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind oder die zum Beispiel im Nebenerwerb eine Landwirtschaft haben, die dann noch dazu ihre Angehörigen pflegen. Das sind die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wie kommen diese Frauen zu der gerechten Pension, die ihnen zusteht? Wie erkennen wir die Leistungen an? Die Leistungen, die nämlich nicht monetär abgegolten werden, die Leistungen in der Pflege von Angehörigen, das ist etwas, womit da hat sich jetzt keiner damit beschäftigt. Aber ist es, das ist eine unheimliche Leistung, die nicht abgegolten wird. Das stimmt jetzt nicht, was Sie sagen. Nein. Das sind die Themen, die haben wir ja in den letzten Jahren vielfach diskutiert. Anrechnung von Pflegezeiten, Anrechnung von Kindererziehungszeiten. Es ist schon gescheitert an den Regierungsparteien, dass das nicht besser angerechnet wird. Und Kinderbetreuung, vernünftige Kinderbetreuung fehlt vor allem in den ÖVP-regierten Bundesländern. Und da müssen dann die Frauen weniger arbeiten, weil sie sonst mit der Betreuung nicht ringsum kommen. Und das senkt dann auch die Beiträge und schadet den Frauen in der Pension. Also, und noch einen Satz zum Pensionsalter. Ja, ja. Wir stehlen den Frauen die besten Jahre am Ende der Karriere. Mit dem früheren Frauenpensionsalter ist eine Frau im Betrieb früher unter Anführungszeichen alt. Sie ist 5 Jahre früher draußen, wenn es um Beförderungen geht, 5 Jahre früher weg vom Fenster, wenn es um Weiterbildung geht. Und das ist geschuldet dem früheren Frauenpensionsalter, das die Regierungsparteien einzementiert haben. Weil wir hier heute wirklich junge Leute im Publikum auch haben. Und wie gesagt, die sind nicht die Jungen von heute letztlich, wenn wir nicht schnell Entscheidungen treffen auf politischer Ebene, die armen Pensionisten von übermorgen. Frau Polakowitsch. Morgen sind wir. Das wollen wir nicht hoffen, dass sie das sind. Und genau deswegen braucht es ja auch Reformen. Was es wirklich braucht, ist einmal die Anhebung des effektiven Pensionsalters. Da haben wir nämlich ein wirkliches Problem. Die Diskussion, immer das gesetzliche Pensionsalter anzuheben, halte ich für eine völlig falsche und einen völlig falschen Weg. Notwendig ist es aber, das effektive Pensionsalter anzuheben. Das steigt aber auch nur. Das sind über 60 Jahre. Da muss ich Ihnen jetzt sagen, das steigt natürlich. Das sind halt schon die Tricksereien der Politik. Die I-Pension ist abgeschafft worden. Stattdessen gibt es das Reha-Geld. Damit fallen all diese Personen nicht mehr rein und automatisch steigt es. Also wir sollten schon ehrlich sein bei einer solchen Diskussion, nicht mit statistischen Tricks arbeiten, sondern wirklich schauen, wie wir die Leute auch so weit gesund halten, dass sie bis zum gesetzlichen Antrittsalter auch wirklich arbeiten können. Das ist die eine Geschichte. Und einen Satz hätte ich noch gern zu den Frauenpensionen gesagt, weil wir wollten auch, dass es, wir wollen es nicht anheben, aber dass es einen gesetzlichen Anspruch gäbe für jene, die gerne freiwillig länger arbeiten, 5 Jahre. Auch das ist an den Regierungsparteien gescheitert. Dass also Frauen, die sagen, sie sind jetzt 60, sie hätten einen Rechtsanspruch, sie dürfen, wenn sie wollen, länger arbeiten. Das gibt es. Ist das eine Koalitionsbedingung für Sie, wenn Sie in eine Koalition gehen, dass diese Forderung, die Sie gerade ausgesprochen haben? Ich glaube, da gibt es natürlich ein großes Paket im Pensionsbereich. Ja, aber machen wir es konkret für uns. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob das eine Koalitionsbedingung ist. Das ist bisher ein kleiner Anteil, aber es wäre sicherlich ein richtiger Schritt in die Richtung für jene Frauen, die gerne länger arbeiten möchten. Das tatsächliche Pensionsalter anzugleichen an das gesetzliche ist der erste Schritt.
wenn ich Sie richtig verstehe. Und der zweite das Schritt ist... natürlich notwendig. Das wird notwendig. Entschuldigung, aber das wird jeder wollen. Ich gehe davon aus, dass wir uns einig sind. Der zweite Schritt ist dann der, die Möglichkeit zu eröffnen, dass jemand länger arbeiten kann, wenn er länger arbeiten möchte. Das kann er ja, aber es ging hier darum, um einen Rechtsanspruch für Frauen, die nicht länger arbeiten dürfen, dass Frauen das können, genau so ist als eine Kompromissvorschlag. Aber wir haben mehrmals versucht, und das hat keine Unterstützung gegeben von der ÖVP, zu sagen, allein das Erreichen des Alters darf kein Kündigungsgrund sein. Und das passiert immer wieder. Da gab es von Ihrer Partei keine Unterstützung. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, über dieses Alter hinaus zu arbeiten. Bitte drum, beim nächsten Mal. Im Programm steht es drinnen. Nein, schön, dass es im Programm steht, aber es war leider in den letzten Jahren nicht möglich. Es steht im Programm drinnen, das ist der Plan, dass wir das auf jeden Fall angehen, dann machen wir das. Ja, der Plan. Da haben wir aber schon nächste Woche die Chance. Der Plan ist auch in einem Wahlkampf oder vor einem Wahlkampf, wenn er noch nicht angelaufen ist, ist auch schon immer der Plan, welche Wahlzuckerl haben wir. Da hat sich die Regierung diesmal geeinigt, im Frühjahr auf das, ich nenne es jetzt mal so, Wahlzuckerl, den Pflegeregress abzuschaffen. Alle Parteien sind auch dafür, dass dieser Pflegeregress abgeschafft ist. Tatsache ist, dass die Länder nicht wissen, wie sie das finanzieren sollen, weil der Pflegeregress ist zwar abgeschafft worden, aber es ist nicht klar, wer jetzt dann letztlich das Geld zahlen wird. Was glauben Sie denn, wie wird denn Sebastian Kurz sich da bei den Landeshauptleuten letztendlich dann durchsetzen können oder was wird denn da rauskommen? Also ich denke, dass es da ein gedeihliches Miteinander geben wird und eine Lösung geben wird, die zur Zufriedenheit aller ausgehen wird. Ich glaube, dass es möglich sein muss, das zu finanzieren, denn die Abschaffung des Pflegeregresses war eine unmittelbare Maßnahme, die wirklich unheimlich viele Leute betrifft. Der Finanzminister von der ÖVP, Herr Schelling, hat zu dem Thema gesagt, die Folgekosten sind nicht absehbar und das sei ein schwerer Fehler gewesen. Ich glaube nicht, dass die Abschaffung des Pflegeregresses ein schwerer Fehler war. Wie kann man es finanzieren? Die ÖVP ist gegen eine Erbschaftssteuer, die ÖVP ist gegen eine Schenkungssteuer. Wir wie soll es finanziert werden? Wir werden auf Abgabenseite reduzieren. Also Erbschaftssteuer ist kein Thema für uns, das wissen Sie. Frau Schwendner, ich sehe Ihren Blick. Ich sehe Ihren stechenden Blick. Aber Tatsache ist, die Pläne liegen ja auf dem Tisch. Das Programm liegt auf dem Tisch, wie wir uns Finanzierung vorstellen können. Wir werden das Geld jetzt nicht aus einer potenziellen Erbschaftssteuer nehmen und in die Pflege stecken. Das ist ganz klar. Es gibt für uns keine Erbschaftssteuer. Die wird es nicht geben. Sondern es wird andere Möglichkeiten geben, über eine stärkere Wirtschaft diese Dinge zu finanzieren. Herr Loacker, was sagen Sie zu der Idee, wie die Frau Schwarz das gelöst haben möchte? Ich konnte aus dieser Wortwolke jetzt keine Idee entnehmen. Die Wortwolke. Tatsache ist, dass diese vier Parteien, wir nicht, die Abschaffung des Pflegeregresses beschlossen haben. Wir haben gesagt, ja, der Pflegeregress ist ungerecht und intransparent. Aber es braucht eine Gesamtlösung und nicht isoliert als Wahlgeschenk die Abschaffung des Pflegeregresses. Wir haben jetzt nämlich eine neue Ungerechtigkeit geschaffen. Jene Familien, die zu Hause ihre Eltern, Schwiegereltern, Großeltern pflegen, die haben erstens die persönliche Belastung und zweitens noch ganz viele Kosten, die sie selbst tragen, während die Pflege im Heim jetzt für die Familie keine zusätzlichen Kosten aufwirft. Also werden jetzt die zu den Dummen gemacht, die zu Hause sich um die Verwandten kümmern. Und die meisten Menschen haben den Wunsch, so lange als möglich zu Hause gepflegt zu werden. Und um diese Frage hat sich die Mehrheit im Parlament jetzt in der Euphorie, Wahlgeschenke zu verteilen, leider nicht gekümmert. Und vorher war es umgekehrt. Es war kein Wahlgeschenk. Vorher haben alle Glück durch die Finger geschaut. Das haben wir schon viele Jahre gefordert. Bitte nicht übereinander reden. Sie wollen doch zu Hause und auch hier beim Publikum verstanden werden. Frau Berlakovic ist dran. Es war kein Wahlgeschenk. Ich sehe das nicht als Wahlgeschenk. Wir haben das viele Jahre gefordert. Das wissen Sie auch. Also von unserer Seite war es sicherlich kein Wahlgeschenk. Wir haben auch eine Finanzierung immer dazu gesagt und vorgelegt. Wir wollen nämlich eine Gesundheitsreform haben, die die Pflege sozusagen mit einschließt. Das heißt Gesundheit und Pflege zusammenführt. Da gibt es Einsparungsmaßnahmen, indem man beispielsweise Akutbetten in Pflegebetten auch umbaut. Da gibt es Berechnungen des Rechnungshofs, der von über 3 Milliarden spricht. Aber selbst wenn es nur die Hälfte ist, dazu braucht es natürlich auch ein Gesamtkonzept Pflege. Im Pflegebereich ist vieles passiert, aber vieles auf halber Strecke aber stehen geblieben. Aber Sie wollen auch nicht finanziert wissen über eine Erbschaft oder Schenkungssteuer, weil das will die FPÖ Wir wollen ja auch keine nicht. Neuen Steuern. Nein. Intensivbetten umwandeln in Pflegebetten, da muss ich die Gesundheitsministerin, die noch amtierende, jetzt fragen. Aber viel eher würde ich
jetzt gerne auf das Pflegethema wirklich eingehen. Weil das vielleicht ist das gehen Sie kurz auf diese Idee ein und dann auf das Pflegethema, bitte. Akut, was Intensivbetten im Pflegebetten? Wir haben sehr viele Pflegepatienten. Sie meinen Akutbetten, nicht Intensivbetten, das ist ein großer Unterschied. Akutbetten in Pflegebetten umwidmen. Dazu muss man erst mehr Ressourcen im Pflegebereich schaffen. Und genau dieser Schritt fehlt noch und der ist noch zu gehen. Und dann kann man dieses vollziehen, da bin ich vollkommen bei Ihnen, dass man im akutstationären Bereich hier Entlastungen vollzieht, indem man Ressourcen schafft im pflegerischen Bereich. Aber dazu braucht es über die enorm wichtige Abschaffung des Pflegeregresses als wichtigen ersten Schritt zur Entlastung hier dieser 40.000 Familien, die jährlich davon betroffen waren, hier von einem Tag zum anderen alles zu verlieren aufgrund der Pflegekosten, der stationären Pflegekosten. Zusätzlich zu dem, und Sie haben es gesagt, ein Gesamtpaket. Und da bin ich vollkommen mit Ihnen auf Linie, dass wir wesentlich mehr Schritte brauchen. Wir brauchen eine einheitlichen Qualitätsstandards in ganz Österreich, was die Pflege in Österreich betrifft. Diese diese Qualitätsstandards sind zu schaffen und müssen auch einheitlich kontrolliert werden. Und da sind wir für ein Bundesamt, nämlich, und da kommen wir auf eine Linie, Gesundheit und Pflege in einem, ein Bundesamt zur Kontrolle dessen, das zu kontrollieren. Wir brauchen, einer muss Pflegekriterien, Qualitätskriterien kontrollieren. Nein, Sie können nicht nur Kriterien schaffen. Ich würde gerne ausführen noch die weiteren Schritte, die mir da wichtig sind, weil das ist ein Thema, das mich sehr viel jetzt befasst hat, dass wir hier auch die Ausweitung der Pflegebetten, wir brauchen mehr Pflegekräfte, wir brauchen pro Jahr mindestens 1.000 Pflegekräfte mehr über die nächsten Jahre. Wir brauchen eine Aufwertung des Pflegeberufes. Und das ist ganz wesentlich. Ich möchte noch mal zur Finanzierung. Da haben wir eine klare Meinung, die kennen Sie. Sie wollen eine Erbschaftssteuer haben ab 1 Million Euro. Das ist 2% der Bevölkerung, dafür zahlen würde. Ich möchte das Thema insofern noch mal zu Ihnen legen. Die ÖVP möchte keine Erbschaftssteuer. Aber wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass die ÖVP dann vorschlägt, okay, Pflegeregressabschaffung ist in Ordnung, aber eben für diese 2% von Menschen in Österreich, die sich es leisten könnten, weil sie eben sehr viel geerbt haben oder erben werden. Für die soll diese Abschaffung des Pflegeregresses dann vielleicht nicht gelten? Das ist aber um die Ecke gedacht genau dasselbe. Sie wollen ja keine Erbschaftssteuer. Ja, eh nicht. Aber erben, erklären Sie ist ein mir, Vorschlag. Ist das eine Idee? Nein, ist für mich jetzt kein Vorschlag, der zu dem führt, was wir tatsächlich brauchen, nämlich ein Gesamtpaket. Ich möchte noch eines dazu sagen. Wir reden jetzt immer nur von den professionellen Pflegekräften etc. Das ist enorm wichtig. Unser Gesundheitssystem ist eines der besten auf der ganzen Welt, aber das heißt nicht, dass wir diesen Standard halten können, ohne mehr dafür zu leisten. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ich habe mir die Zahlen jetzt in letzter Zeit noch einmal angesehen, es sind in Österreich werden alleine 450.000 Stunden geleistet von Menschen, die ehrenamtlich Hospiz- und Palliativdienste leisten. 450.000 Stunden. Das ist jetzt kein Klacks. Das ist eine enorme Leistung, die hier vollbracht wird, die aber keine wie immer gearteten großartigen Geldflüsse verlangt. Darf ich nur fertig sprechen? Aber das ist ein separates Thema. Wir kommen nämlich jetzt gleich zur Schlussrunde. Für mich ist es aber schon auch im Gesamtpaket drinnen. Ist es absolut. Das ist ein enorm wichtiger. Und wenn ich daran denke, bitte, dass wir noch dazu, dann kommen noch einmal 12.000 Stunden dazu, die alleine für Kinder und Jugendliche geleistet werden im Hospital. Bleiben wir bitte trotzdem jetzt beim Thema. 80% der familiären Pflegearbeit auf den Schultern der Frauen. Und das System würde zusammenbrechen. Und deswegen würden die Frauen Karriereunterbrechungen machen. Doppelt, dreifach Belastungen. Und dann sind wir wieder bei den Pensionsrückständen. Frau Rendi-Wagner, ich würde das gerne jetzt noch mal runterbrechen auf die Frage. 80% sind momentan zu Hause in Pflege, Pflegeregress abgeschafft. Das heißt, es werden Leute sehr wohl in die Pflegeheime drängen. Wie viele Pflegeheimplätze mehr werden wir denn brauchen? Ich hätte da gerne eine konkrete Antwort. Machen wir es Reihe um? Können Sie das abschätzen? Was wird da konkret notwendig sein? Das kann man nicht abschätzen jetzt. Frau Rendi-Wagner? Wie viel werden wir mehr Plätze brauchen? Nein. Wartezeiten sich extrem verlängern? Also wenn wir hier seriös bleiben wollen, dann können wir hier jetzt keine Zahlen nennen dazu. Bin ich auch. Nein. Keine Zahl. Herr Loacker. Ja, man sieht, dieser Beschluss ist ohne jedes Fundament gefasst worden, ohne Zahlen, ohne Konzept. Die grüne Landesrätin in Vorarlberg sagt, dieser Beschluss kostet das kleine Bundesland Vorarlberg im Jahr 60 Millionen. Aber sie unterstützt den Beschluss trotzdem. Wenn Sie das auf Österreich hochrechnen, kommen Sie auf 1,2 Milliarden im Jahr. Das ist
was dieser Beschluss tatsächlich kostet, ohne dass wir jetzt einkalkulieren, dass die Familien, die zu Hause pflegen, jetzt die Benachteiligten sind. Aber was heißt denn das dann, wenn wir das jetzt weiter runterbrechen, wenn das wirklich so teuer ist und wir befinden uns eben noch im Wahlkampf und es sind eben Wahlzuckern verteilt worden, heißt das, dass tatsächlich vielleicht in einer nächsten Legislaturperiode ernsthaft darüber geredet werden muss, ob sich der Staat das überhaupt leisten kann? Ich würde das reihum gerne machen. Vielleicht müssen wir wieder abweichen davon, dass für jeden und für jede in Österreich die Abschaffung des Pflegeregresses gilt? Nein, zunächst bin ich froh, dass es eine Verfassungsbestimmung ist. Damit ist es nicht ganz so leicht, so einen Beschluss aufzuheben. Da bin ich einmal sehr froh und sehr dankbar allen Parteien, die dabei waren. Punkt 1. Punkt 2 habe ich zuerst versucht aufzuführen. Wenn wir es schaffen, und das ist etwas, was wir dringend notwendig ist, dass wir nicht Pflegepatienten in den Akutbetten haben, allein durch ein falsches Bett, unter Anführungszeichen, haben wir einen Verlust, einen Reibungsverlust von 3 Milliarden im Jahr mindestens. Wenn wir es schaffen, hier eine Umschichtung zu, dann können wir uns die Pflege leisten, dann können wir uns diesen Pflegeregress leisten. Und zu sagen, es ist ungerecht, da gebe ich Ihnen recht, natürlich ist es jetzt ungerecht jenen gegenüber, die zu Hause pflegen, aber vorher gab es noch eine viel, viel größere Ungerechtigkeit, nämlich jenen gegenüber, die nichts gehabt haben, die auch nichts zu vererben gehabt haben, die ihren Kindern nichts hinterlassen konnten. Das war die große Ungerechtigkeit. Und daher ist das wirklich eine Maßnahme, die notwendig war und die sich die Menschen auch verdient haben in dieser Republik. Das heißt, Einigkeit auch bei Ihnen, Pflegeregressabschaffung wird bleiben über die nächste Legislaturperiode hinaus. Der Staat kann es sich leisten. Der muss es sich leisten. Ich möchte in einem Land leben, wo Leute keine Angst haben, pflegebedürftig zu werden. Es betrifft uns alle, direkt oder indirekt. Insofern müssen wir uns das leisten können. Keine Angst davor zu haben, ein Pflegefall zu werden und keine Angst davor zu haben, alles zu verlieren dadurch. Herr Lorca? Rückgängig machen wird nicht gehen. Die Anstrengungen, den mobilen Bereich zu stärken in der Pflege, die werden jetzt noch viel größer sein müssen. Ein Monat mobile Pflege kostet die öffentliche Hand 800 bis 900 Euro. Ein Monat im Heim kostet ungefähr 19.000 Euro für die öffentliche Hand. Es ist viel günstiger, mobile Pflege auf hohem Niveau zu organisieren. Da werden wir uns sehr, sehr bemühen müssen. Also ich bin der Ansicht, dass der Pflegebereich, der jahrelang vernachlässigt wurde, leider, und das zeigt sich dann in Spitzen, die sich jetzt auftun, dringend angegangen werden muss und der muss in der nächsten Regierungsperiode Chefsache werden. Chefsache. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast waren in diesem Inzentrum Spezial. Das war für heute auch unser Inzentrum Spezial. Meine Damen und Herren, kommenden Sonntag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Claudia Reiterer. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Doc-Film Das große Museum, eine Dokumentation über das Kunsthistorische Museum in Wien. Ich wünsche Ihnen noch im Namen des gesamten Teams einen guten und erfolgreichen Start in die neue Woche. Auf Wiedersehen.